Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Farmers Fairy Tale. Ja, dieses Spiel wird am 31.05., also sprich nächste Woche Montag, auf Steam erhältlich sein. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, wenn ihr es gerne selber spielen möchtet. Und ich weiß noch nicht allzu viel über dieses Spiel, aber ich bin sehr froh darüber, dass ich das im Vorfeld schon mal testen darf. Und ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal loslege. Was ich übrigens sagen kann nebenbei, ich habe gerade mal ein paar Einstellungen gemacht. Das Ganze kann man auf 2K angucken und also beziehungsweise spielen und es sieht schon mal sehr gut aus. Was war das? Wo bin ich hier gelandet? Ah, was war das denn? Eine Frau. Sie, kommen Sie zu uns. Ja, genau, ich meine Sie. Schnell. Okay, ich muss klicken. Wo bin ich hier? Und wer sind Sie überhaupt? Ich bin Senator Cato. Und Sie vielleicht unsere Rettung. Wissen Sie, wie man Weizen erntet? Ja, in anderen Spielen schon. Oh, wow. Ich komme aus der Stadt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich komme aus der Stadt. Mimi, mimi, mimi. Ich komme aus dem Schloss. Wie bitte? Ich aus dem Turm. Genug jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie wartet nicht. Wer ist sie? Was geht hier vor sich? Nicht jetzt. Sie wartet wirklich nicht. Wir benötigen noch so viel Weizen. Ich leihe Ihnen schnell meine kostbare Sense. Passen Sie gut darauf auf. Gehen Sie damit zu den Feldern und ernten Sie Weizen. Okay. Machen wir doch. Ich habe keine Ahnung, aber wir klicken einfach links und klicken auf die Sense, dann funktioniert soweit schon alles. Können wir eigentlich reinzoomen? Oh ja, wir können reinzoomen. Okay, aber ich brauche hier ein bisschen Überblick erstmal. Ich bin ja jetzt hier noch ganz neu. Oh, das war mal eine Sense. Jetzt sind es Bruchstücke. Haben Sie gerade. Das war die Sense meiner Großmutter. Ein teures Erbstück. Ich sagte doch, ich habe sowas noch nie gemacht. Darüber reden wir noch. Aber jetzt ist keine Zeit dafür. Sie wird nicht lange auf sich warten lassen. Sehen Sie die Kiste dort? Sie enthält noch etwas vom alten Weizen. Nehmen Sie ihn an sich, aber schnell. Das hört sich so an, als ob es um ein Kind geht irgendwie. Nach dem Motto, sie will nicht warten. Okay, das nehmen wir mit. Sie kommt. Wir sind da mal weg. Viel Glück. Ah, okay. So eine Art Herzkönigin, ja. Ach so, ich muss. Okay. Cato, wo ist der Weizen? Aller Nostalgie und Gefühlsduselei zum Trotz, du kennst das Gesetz. Artikel 15. Faule Farm den Flammen nahe. Ich kenne die Gesetzeslage. Ich bin Ihr Stellvertreter, auch wenn Sie das gerne vergessen. Egal, wir haben eine Lösung gefunden. Keine Flammen für die Farm. Oh, wie schade. Ihr Einsatz, schnell. Bitte übergeben Sie der werten Frau Bürgermeisterin den Weizen. Bürgermeisterin oder eher Hobbypyromanin? Geben Sie ihr einfach den Weizen. Diskutieren können wir später. Okay. Held im Weizenfeld. Okay, angeforderte Gegenstände übergeben. Ja. Ach, 50 Weizen, wie vereinbart. Keine Flammen. Dieses Mal. Obwohl, vielleicht ist eine kleine Veranschaulichung nicht schlecht. Pflanze mehr Weizen. Jetzt. Und lass dich nicht ablenken. Okay, dann pflanzen wir schnell mehr Weizen. Lassen uns nicht ablenken. Nein, nein, nein. Aber kann ich hier jetzt überhaupt draufklicken? Ja, kann ich. Okay. Gratulation, Herausforderung bestanden. Ah, da muss man auch was auf Zeit machen, so wie es aussieht. Tada, geschafft. Erstaunlich. Ich gratuliere. Oder so. Doch bedenke, ich fackel nicht lange und komme wieder. Sie kommen wieder? Aber Sie sind doch noch hier. Ruhe! Ein bisschen Weizen allein macht dich noch lange nicht zu einer Farmerin. Wir sind doch nicht in einem Märchen.
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Okay, er hat einen Stern. Abgabe hält im Weizenfeld. Feuerprobe bestanden. Unsere Farm gerettet. Und die Bürgermeisterin milde gestimmt. Welch ich kann nicht mehr lesen. Fulminanter Einstieg in die märchenhafte Welt von Farmers Fairy Tale. Entdecke dein Märchentraumland voller schräger Gestalten und wilder Abenteuer. Lass dich verzaubern. Okay, das war jetzt mal ein rasanter Einstieg. Das mit der Sense tut mir leid. Wo bekomme ich denn nun eine neue her? Deine Oma sammelte nicht zufällig Sensen? Nein, aber das ist doch gar nicht schlimm. Ich kenne genau die richtige Person für sie. Na, wen haben wir denn da? Konnte ich gerade noch lesen. Na, wen haben wir denn da? Wenn man von Zwergen spricht. Ja? Hat mich gerade jemand Zwerg genannt? Na, hör mal. Grimli. Okay. Lerne die Grundlagen der Materialbeschaffung und der Verarbeitung einer Werkbank. Hallo Kato, hat mir von dir erzählt. Du suchst also jemanden, der dir beim Umgang mit Werkzeugen hilft. Da bist du bei mir richtig. Aber wer hat mich denn vorhin Zwerg genannt? Das war ich. Du und deine 6 Brüder seid nun wirklich nicht die Größten. Hm. Der läuft denn einfach um? Was für eine Unverschämtheit. Mir reicht's. Ich hau ab. Ja, der ist schon weg, aber okay. Aber nein, Grimli. Klein in der Größe, riesig im Handwerk. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Nur, wenn sie verschwindet. Gut, nichts leichter als das. Ich bin ohnehin schon zu lange auf dieser schmutzigen Farm. Ich komme allerdings in spätestens 2 Tagen zurück und werde diese Farm auf Wirtschaftlichkeit prüfen. Und ist bis dahin keine erstklassige Farmerin aus dir geworden? Flammen? Flammen. Ah, 48 Stunden. Ich komme wieder. Okay. Ja, ich hoffe, dass das Ganze jetzt nicht mehr ganz so rasant weitergeht. So, Grimli. Na endlich. Ich bringe dir nun bei, wie du deine eigenen Werkzeuge herstellst. Zuerst besorgen wir uns mit einer Axt etwas Holz und mit einer Spitzhacke etwas Stein. Wie soll ich das denn hinbekommen? Eine Axt und eine Spitzhacke? Hat Großmutter Kato vielleicht noch mehr alte Erbstücke? Vielleicht habe ich da noch etwas. Passen Sie aber dieses Mal besser darauf auf, in Ordnung? Auf geht's, folge mir. Okay, halt, stopp, wo ist er? Da. Okay, die mit der Axt. Warum auch immer mit der Axt? Aber es sind, glaube ich, Büsche, ne? Ah, okay. Gut. Achso, wir sollten vielleicht vorher mit ihm sprechen. Ah, ich schon wieder. Okay, die Sensenfrau. Benutze die alte Spitzhacke, benutze die... Achso, nee, wir brauchen gar nicht mit ihm zu sprechen. Wir können danach dann mit ihm sprechen. Okay, perfekt. Übrigens, ich bin leider ziemlich erkältet im Moment. Also wenn ich stimmlich nicht so ganz auf der Höhe bin oder so, dann... Verzeiht es mir bitte. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem ganz normal verstehen. Da unten ist was. Es ist nur im Moment, ich weiß nicht, das Wetter ist total mies. Und wenn man dauernd im Regen draußen rumläuft, das ist irgendwie nicht so schön für die Gesundheit. Muss ich da eigentlich nochmal neu drauf drücken oder reicht das, wenn ich da stehe? Das probieren wir mal aus. Also, so wie es aussieht, geht die Axt, geht die Spitzhacke auch gleich kaputt? Kann das sein? Oder heißt das nur, dass ich so und so viel noch machen muss? Nee, Haltbarkeit 6 von... Ja doch, dann geht die kaputt. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Großartig. So schnell wandern Holz und Steine in deine Taschen. Auf in die Werkstatt. Ich zeige dir dort, wie man mit diesen Materialien nun seine eigenen Sensen herstellt. Okay. Einfach doppelklicken. Okay. Zögere nicht. Das ist ab sofort dein Werkzeugschuppen und deine Werkbank. Hier kannst du Werkzeuge und sogar ganze Häuser herstellen. Häuser? Oho. Erstens, öffne deine Werkbank. Zweitens, stecke Material in das Werkbankinventar. Drittens, wähle eine Blaupause aus und baue. Ganz einfach. Probier es aus. Okay.
Immer eigentlich auch irgendwie mit Rechtsklick schneller. Ich habe es jetzt nicht mal ausprobieren können. So, wie viel brauchen wir denn? Fünf? Ich habe ja noch gar keine Blaupause jetzt ausgewählt, ne? Wir wollen eine. Achso, da brauchen wir sechsmal Holz und sechsmal Stein. Einlagern? Herstellen. Ah, okay. So läuft das doch viel besser. Na, das läuft doch wie am Schnürchen. Aber schau mal, wie lange das dauert. Ich kann dir dabei sicher helfen. Aha, so geht das. Das war übrigens eine Beschleunigung. Für nur ein paar Kristalle kann ich dir jede Herstellung sofort abschließen. Zögere nicht, mich um Hilfe zu bieten. Okay. So, nun nimm dir deine Sense. Du findest sie danach sofort in deinem Spielinventar. Brauche ich nicht auch eine Axt? Ist die nicht auch kaputt gegangen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe keine Sense. Ach so, Erweiterung des Inventars. Okay. Ach so, hier. Okay. Du bist wahrlich ein Naturtalent. Ich habe dir die Blaupausen von nützlichen Werkzeugen zusammen mit etwas Holz und Stein in deine Werkbank gelegt. Das geht heute aus Holz. Starte die Herstellung und hol alles ab, sobald du es benötigst. Es ist nie verkehrt, ein paar Eisen im Feuer zu haben, wenn du verstehst, was ich meine. Also am besten immer eine noch im Petto haben, die man dann abholen kann, wenn die alte mal kaputt geht. So verstehe ich das Ganze jetzt. Übrigens, so wie ich das mitbekommen habe, ich habe mal ein bisschen recherchiert, gab es das Spiel wohl schon, aber auf dem Handy, auf Android zumindest, soweit ich weiß. Und ja, wie gesagt, nächste Woche Montag wird es dann auch offiziell auf Steam erscheinen. So, was müssen wir denn jetzt machen? Also, starte Herstellung. Eine Axt und eine Spitzhacke. Das heißt, die müssen wir dann quasi im Petto haben, sozusagen. Okay, dann haben wir denn überhaupt so viel? Ich nehme jetzt erstmal die Axt, weil die. Okay, da haben wir noch genug von. Perfekt. So, 8 Sekunden. Nö, das können wir warten. Das ist ja jetzt nicht besonders lange. Wobei ich dann die Zeit gerne genutzt hätte, um euch darüber zu informieren. Aber das habe ich ja jetzt im Vorfeld nicht gewusst, wie lange es genau dauert. So, beides können wir nehmen. Zack, zack. Und ja, machen wir mal noch eine zweite Axt zusätzlich. Jetzt haben wir noch zwei Steine. Haben wir denn so viel gehabt? Okay. Ist mir eben gar nicht aufgefallen. Aber okay. Gut, dann nehmen wir die. Wenn die soweit ist, damit wir dann jeweils eins in petto haben. Zack. Und einmal abgeben, bitte. Du hast die Grundlagen der Werkzeugherstellung erlernt. Erlange nun mehr Kenntnisse über das Anlegen und Bestellen von Feldern. Bei ihm? Du scheinst eine exzellente Schülerin zu sein. Ich mache mich dann mal auf den Weg zurück in meine Schmiede. Such mich auf, sobald du die Wirtschaftsprüfung der Bürgermeisterin hinter dich gebracht hast. Wir werden Großartiges schaffen. Okay, anscheinend nicht bei ihm. Ah, okay. Also geht aber auch nicht schneller, glaube ich, mit einem Doppelklick. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sie ist ein super nettes Mädchen. Sie könnte unsere Chance sein. Oha. Was ist das denn für ein riesiger Kerl? Oh, da sind sie ja wieder. Grimli hat sie in höchsten Tönen gelobt. Kommen Sie doch mal her. Okay. Ja, doch, jetzt läuft sie, okay. Die Frage ist jetzt, sind die goldenen jetzt die Hauptquests und die silbernen die Nebenquests? Das würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Schau mal, wen der Zufall hergetrieben hat. Das ist Shorty, unser Experte für Pflanzenkunde. Er ist genau der Richtige, um Ihnen weitere Aspekte des Farmlebens beizubringen. Hi. Hi. Shorty, der Pflanzenexperte? Ja, ich bin Shorty. Ich mag Pflanzen. Deine Pflanzen brauchen auch Freunde. Du brauchst mehr Felder, aber vorher brauchst du noch was zu futtern. Das sehe ich. Meine Pflanzen sind nicht die einzigen, die mehr Freunde brauchen. Du siehst ganz erschöpft aus. Du brauchst Nahrung, um deine Ausdauer aufzufüllen. Ich bin Vegetarier. Ich liebe Pilze. Du auch? Ich mag vor allen Dingen Pizza, ja. Das definitiv. Naja, Pilze mag ich nicht so wirklich. Ich mag Pizza. Das habe ich leider nicht. Nur Pilze. Frisch vom Boden. Super praktisch.
Zieh sie einfach mit bloßen Händen aus dem Boden. Lauf dazu in die Nähe der Pilze und drück auf das Handsymbol. Wie bitte? Direkt aus dem Boden? Naja, ich denke, eine große Wahl bleibt mir da nicht. Und wo? Achso, hier. Haben wir eigentlich sowas wie eine Map? Nee, anscheinend nicht. Okay. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel eigentlich. Ich denke mal, alle, die markiert sind, oder? Ja, das sieht gut aus. Ach, hier rechts stand es ja auch. Ich bin ja auch wieder schlau. So, benutze Maronenröhrling. Oder ist das jetzt schon das nächste? Nee, benutze Maronenröhrling. Was ist ein Maronenröhrling? Ach so, zum Essen. Ach so. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Super lecker, ja? Nun Felder anbauen. Freunde für die Pflanzen machen. Oh, Shorty hat aber keine Werkzeuge dafür dabei. Psst, Kato? Hat hier deine Oma nicht zufällig auch eine Hacke vermacht? Na, welch ein Zufall. Aber bitte seien Sie ganz vorsichtig. Sie ist vielleicht etwas zerbrechlich. Oh oh. Ja, lauf den doch einfach um, kein Thema. Okay, niedliche Hacke, ja? Mit ihr kannst du neue Felder anlegen. Drücke auf die freie Fläche. Benutze die Hacke. Mache Freunde. Okay. Die war das, ne? Mache Freunde. Na gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. So. Oh, so viel zu der Hacke. Das konnte ich überhaupt nicht kommen sehen. Das war ein Erbstück meiner... Ach, was soll's. 5 Felderfreunde für 5 Pflanzenfreunde. Pflanze Mais an. Schau, wie schön das ist. Drück einfach auf den Mais in dein Inventar. Ich habe Mais im Inventar? Ach so, ja, stimmt. Ich dachte, ich habe eben Weizen bekommen. Aber okay. Schön, Mais und Weizen. Echte Freunde. Abgabe fantastische Farm. Groß, größer Shorty. Er ist eine Ikone des Gartenbaus. Brauchst du Anbauprodukte oder Werkzeug für den Ackerbau? Dann ist Shorty dein Mann. Erwarte jedoch keine Gedichte oder lange Reden. Nee, das habe ich auch schon gesagt. Willst du mein Mais sein? Entschuldigung, ich bin schon vergeben. Du meinst, ob wir Freunde sein wollen? Ja, das wäre schön. Na gut, warum nicht? Toll, Shorty muss sich um seine Pflanzen kümmern. Besuche doch mal Shortys Laden. Freunde immer willkommen. Schweigen ist still. Ja. Klingt irgendwie logisch, aber okay. Moment, Steinbrock, das ist immer so schnell weg, Hilfe. Okay, da kommt quasi schon die nächste Quest, so wie es aussieht. Sind wir hier eigentlich noch im Tutorial? Ich weiß es nicht. Jetzt steht eigentlich nur Wirtschaftsprüfung drin. Gucken, was wir jetzt haben. Schweres Stahlproblem. Was ist denn eine Farm ohne Nutztiere? Ja, ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch eben in der Folge. Errichte einen Stall und erhalte deinen ersten tierischen Freund. Sehr schön. Howdy. Ah, Sven. Pünktlich wie immer. Du, wollte Hans denn nicht pünktlich erscheinen? Nicht persönlich erscheinen? Gameplayerin, wir müssen einen Stall aufbauen. Ich habe also Hans geschrieben, er soll uns seinen besten Baumeister schicken. Da Sven hier ist, heißt das wohl, er möchte den Preis nachverhandeln. Korrekt. Hans verlangt 1000 Dublonen, keine Dublonen weniger. Klingt doch fair. Kato, wie sieht's mit deiner... Nein, nein, Hans ist ein Schlitzohr. Tauschen ist seine Leidenschaft. Eigentlich tauscht er vom Goldklumpen bis zum Stein alles. Aber nun hatte sich auf Arbeitskräfte spezialisiert. Außerdem ist das Verhandeln mit ihm sehr leicht. 500 Dublonen, wie auch immer. Einverstanden. Vermutlich die beste Entscheidung des Tages. Die Farmhelfer übernehmen die Errichtung des Stalls und du brauchst sie nur noch an deiner Werkbank den Auftrag zu erteilen. Gegen die Bezahlung, versteht sich. Okay, die kommen schon mal, aber bezahlt habe ich noch nicht.
Betrete Werkzeugschuppen. Das war doch der hier unten, ne? Ja. Okay. So, Blaupause Stahl. Das ist dann auch hier drin? Oder wie? Okay. Ah. Wieso Stahl? Warum lese ich immer Stahl? Das ist Stall, aber ist ja auch okay. Irgendwie habe ich es heute nicht mehr alle. Ich weiß auch nicht. Warum steht da 1 von 2? Ach so, Stufe 1. Okay, das sind anscheinend 2 Stufen. Jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt gleich hier nochmal abholen müssen oder ob das dann draußen zu sehen ist. Ich werde jetzt erstmal noch einen kleinen Moment hier warten. Ich möchte auch ehrlich gesagt jetzt noch nicht die Steine ausgeben, weil ich denke mal, also aufgrund viel Erfahrung mit solchen Handyspielen muss ich sagen, ich spare mir die Sachen lieber auf, weil normalerweise ist ja doch dann immer noch irgendwas, was dann im Nachgang noch kommt. Vorrat wieder aufgefüllt, besuche Grimli. Besuche Shorty. Okay. Ah ja, jetzt muss ich den nehmen. Genau das meine ich nämlich. So, was ist das hier? 2 Produktionsplätze. Werkbank sofort aufleveln. Okay. Okay. Lassen wir jetzt erstmal so. Aber ich denke, ich weiß schon, wofür ich die Edelsteine mal brauchen werde. Guten Tag, Kindchen. Ah, eine Kuh. Also nicht die Frau, sondern die Kuh daneben. Ich konnte es gar nicht glauben und wollte es mit eigenen Augen sehen. Die alte Farm hat endlich einen würdigen Besitzer gefunden. Das weiß die doch noch gar nicht. Ich laufe schon mal hin. Ach so, da oben ist der Stall. Ah, oder? Doch, das ist der doch. Ja. Die Kuh geht auch schon mal freiwillig rein. Sehr schön. Da ist Bertha doch glatt in deinen Stall gerannt. Nutze die Glocke, um sie herauszulocken. Okay. Hallo Bertha. Lauf einfach durch die Tür durch. So, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich jetzt noch hier machen muss, ne? Weil ich schaue nämlich gerade auf die Uhr. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Einen tollen Stall hast du da gebaut. Bertha fühlt sich hier pudelwohl. Sie scheint jedoch etwas hungrig und erschöpft von der Reise zu sein. Tiere brauchen Pflege und Fressen, um glücklich zu sein. Eine Kuh möchte man sein. Da hast du wohl recht. Besorge ihr doch etwas zu futtern. Gras, Weizen oder Mais sollten genügen. Bertha ist nicht wählerisch. Außerdem würde sie sich sicher freuen, wenn du ihr mit der Hand über das Fell streichelst. Okay. Jetzt ist sie schon. Nee, da oben ist sie. Bleib mal hier. Na, freust du dich, Bertha? Oh. Sehr schön. Aber ich habe doch eigentlich eben schon was geholt, oder nicht? So, füttere die alte Bertha. Dafür müssen wir natürlich erstmal was haben. So, da machen wir jetzt wieder was Neues rein. Hier auch. Und ich denke mal, dass ich das dann hier unten freimachen werde. Ich kann ja eigentlich auch stehen bleiben, ne? Dass ich das dann freimachen werde und dann ganz viele Felder hier anbauen werde. Ja, man sollte vielleicht auch draufdrücken, wenn man darauf wartet, dass das wirklich abgeerntet wird. Wäre vielleicht von Vorteil. Okay, ich glaube, die hält auch nicht mehr lange. Oder wie ist das? Nee, ich glaube, das geht so einmal rum, oder? Ja, okay, das geht so einmal rum. So, dann legen wir da noch Weizen an. Habe ich jetzt hier Weizen drin gemacht? Nee, ich habe ja gar keinen, oder? Nee, ich bin so doof. Ach Gott, ich träume hier vor mich hin, ehrlich. So, Bertha, mein Liebes. Wir haben jetzt was zu fressen. Bleib doch mal stehen. Mais. Mais magst du doch bestimmt. Ja, ich wusste es doch. Okay, perfekt. Es ist an der Zeit, die Früchte deiner Arbeit zu ernten. Naja, der Kuh Milch abzuzapfen. Melke die Kuh. Dafür brauchst du einen Eimer. Ich besitze keinen Eimer. Senorka! Schon klar. Oh, danke. Melke die Kuh mit dem Eimer. Sie wird sich freuen. Na, ob sie sich freut, weiß ich. Hallo? Jetzt ist sie da reingerannt, oder was? Ich finde kein Ziel. Die Kuh. Die ist das Ziel. Bleib stehen.
Hä? Muss ich hier erst was machen? Eine extra Box für diesen Stall kaufen. Nee, das will ich nicht. Ich will die Kuh melken. Oder kann man das nur draußen machen? Weil die ist ja jetzt so blöd hier reingerannt. Wieder komme ich nicht hin. Natürlich kommst du da hin. So, komm mal her. Achso, die ist da. Nein! Hallo? Komm her, Kuh. So, komm her. Jetzt aber. Also kann man anscheinend nur draußen melken. Keine Ahnung, warum die jetzt reingelaufen ist. 87,3 2 Gramm Wasser, 4,5 Gramm Kohlenhydrate, 3,3 Gramm Eiweiß, 3,5 Gramm Fett und ein Schwung Calcium, Phosphat, Magnesium, Zink, Jod, Fluorid, Vitamin A, B2, B12, D und Folsäure. Herzlichen Glückwunsch, das ist Milch. Du kannst sie trinken, in Kochrezepten verwenden oder auch verkaufen. Oh, es sieht so aus, als ob das Berthas letzte gute Tat war. Tiere nehmen es mit der Work-Life-Balance sehr ernst. Haben sie gut genug gearbeitet, gehen sie in Rente. Hallo? Wie? Die sehnen sich nach ihren Schaukelstuhl. Schick die alte Bertha in Rente. Oh nein. Ja, wie denn? Tier in Rente schicken. Nein, das möchte ich nicht. Dein Tier ist alt und möchte in Farmers Gottlieb Seniorenresistenz umziehen. Schicke es in Rente und erhalte eine Belohnung per Post. Och Mann. Jetzt ist sie geplatzt. Der Briefträger war da. Ja, das ist schön. Da wollte ich auch gerade hin. Ach, da kommt schon der nächste. Oh je. Hinterm Horizont geht's weiter. Hallo Gameplayerin. Hier hinter dem Regenbogen ist es richtig schön. Ich werde nicht wiederkommen, schicke dir aber ein Geschenk. Danke für alles, deine, die alte Bertha. Okay. Archivieren? Okay, dann kann man die wahrscheinlich später nochmal angucken. Ja, ich würde sagen, weil das ja sonst kein Ende nimmt, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dann, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bisher ist es schon ziemlich witzig. Und ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das Ganze nicht mal raussuchen soll aufs Handy, weil ich es doch ziemlich cool finde. Und auf dem Handy kann ich es ja mal nebenbei spielen. Und hier, ja, muss ich halt immer aufs Let's Play warten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.